Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Notino Korean Beauty Upsala Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der ist ganz schön teuer, ne? 184,10 Euro soll der wohl kosten und soll aber einen Warenwert von 360 Euro beinhalten. Ich bin sehr, sehr gespannt. Man konnte online den Inhalt schon sehen, aber viele Marken haben mir gar nicht so viel gesagt. Und ja, da würde ich sagen, nicht lang schnacken. Ich lege den mal hier so vor mich hin. Den Deckel kann ich dann in den Hintergrund stellen, genauso auch die Produkte. Weil ich glaube, ja, von innen ist das Ganze hübsch, definitiv, ne? Aber der ist halt genauso wie der Notino Adventskalender auch so zum Stapeln, ne? Darunter sind halt dann noch weitere Boxen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn ich den so im Hintergrund stehen habe und dann rutscht alles durch die Gegend. Nie, wir wollen eh den hier sehen, weil das sieht wunderschön aus. Oh mein Gott, mag ich gerne leiden hier mit den Kranichen, ne? Also wir werden hier vor allem Pflege drin finden, denke ich mal. Da haben wir einmal den 1. Dezember. Das ist eine Lippenpflege, die ich aktuell auch in einer anderen Art und Weise in Anwendung habe, von Frodio. Das ist die Avocado Tzitza Relief Lip Balm Pöttchen Geschichte. Das sieht richtig hübsch aus, finde ich mega nice. Ist ein bisschen blöd, sage ich jetzt einfach mal auch ganz ehrlich, das Ding aufzubewahren, nee, nicht aufzubewahren, da reinzukommen, weil theoretisch müsste man das mit einem Spatel machen oder halt immer mit gewaschenen Händen, deswegen steht das bei mir auch am Waschtisch, aber die Pflege davon, richtig nice und das ist jetzt nochmal eine krassere, coolere Variante und hier hast du auch einen Spatel oder so ein Löffelchen mit dabei, cool. Zum 2. Dezember habe ich hier ein weiteres Büchslein und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ach, guck mal, hier erwartet uns eine Tube und zwar ist es ein Shampoo, das Key Gold Premium Shampoo mit 50 Millilitern, The Korean Patent. Achso, das hat auch eine Patentnummer mit dabei. Nicht schlecht. Ich weiß zwar noch nicht genau, was es machen soll, aber ein Shampoo in einem K-Beauty Adventskalender habe ich noch nicht so häufig gesehen. Das ist von Dengi Meori, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist eine relativ schwere Nummer 3. Ach cool, und das ist auch eine Marke, die ich kenne, und zwar Banila Co. Ein Mini-Duo-Kit. Einmal eine Water Barrier Cream und dann ein Skin Softening Toner. Wie nice. 30 ml von dem Toner, 10 ml von der Creme und sowas finde ich sehr, 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 sehr nice. Sowas sieht man gerne in einem Adventskalender und in so einem teuren Adventskalender brauchen wir halt auch sowohl bekannte als auch unbekannte Marken, ne? Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich weiß zwar nicht, mit welchen Wirkstoffen das sein soll, aber ich gehe davon aus, dass das Ganze auch schön pflegend ist und so. Ich kann jetzt auf den ersten Blick auch nicht so wirklich erkennen, womit das sein soll. Pantenol auf jeden Fall. Camellia Propo. Was? Ja, genau. Ist auf jeden Fall so ein kleines Pöttchen und ein kleiner Toner. Perfekt zum Verreisen. Hier haben wir die Nummer 4. Und zwar ein Premium Treatment, auch von Dengi Meori. Key Gold Premium Treatment. Weiß ich nicht, ob das dann quasi. Warte mal. Nee, das scheint mir irgendwie auch so ein bisschen eine Kur oder so zu sein. Oder eine Haarmaske. Ich weiß nicht, ob das dann einfach. Nee, ein Conditioner ist es nicht, ne? Eher so eine Maske, weil das lässt du ja auch 2 bis 3 Minuten rein. Rein. Drin. Der 5. Dezember ist gut befüllt. Also das ist hier, ne, komplett ausgefüllt. Auch bei diesem Adventskalender muss ich streng sein und sagen, maximal 3 von einer Sorte. Hier haben wir nämlich unsere zweite Creme drin enthalten. Madagascar Centella Pro Bio Tzitza Enrich Cream. Finde ich toll. 15 ml von Skin 1004. Skin 1004 ist auch eine Marke, die ich durch diverse andere Shops auch schon testen durfte. Ist jetzt hier auch noch verschweißt, deswegen lasse ich das auch zu. Finde ich gut. Tzitza ist Tigergras, das ist sehr schön reparierend, regenerierend, ne? Nikolaus habe ich jetzt hier, den 6. Dezember. Darf gerne was Besonderes sein. Und hier haben wir Beauty of Joseon drin. Mega nice. Ein Glow Serum mit Propolis und Niacinamiden. Leute, das ist ja großartig. 30 ml, das ist eine Originalgröße. Propolis ist so ein, ja, so ein Ding, was die Bienen produzieren. Und damit desinfizieren die quasi ihre Bienenwaben, dass da halt quasi keine Bakterien entstehen. Mega guter Inhaltsstoff. Und Niacinamide sind halt auch super dafür da, um halt Rötung zu minimieren, Pickel zu minimieren. Richtig, richtig nice. Und eine gute, bekannte Marke.
Eine sehr, sehr kleine, aber hoffentlich feine Nummer 7 kommt hier gerade zu uns. Ach, guck mal, das ist von Etude, Dear Darling Water Tint. Ah, das ist spannend. Wir kennen das ja, ist auch eine Originalgröße, ne? Auch so von Benefit zum Beispiel. Essence hat das mittlerweile auch im Sortiment. Also von vielen verschiedenen Firmen gibt es das mittlerweile. Das kannst du dir auf die Lippen machen, um so einen Hauch von Rot zu haben, was aber auch wirklich hält. Oder so ein bisschen auf die Wangen geben, wenn du so ein bisschen einen Flush-Effekt haben möchtest. Das ist cool. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh, Mary and Maine, sehr schön. Firma, mit denen habe ich auch schon mal zusammengearbeitet. Vegan Peptide Bakuchiol der Sunstick mit Lichtschutzfaktor 50 plus. PA++++. Und da ist Bakuchiol mit drin und 25 verschiedene Arten von Peptiden. Richtig, richtig cool. 18 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist so ein Stick, den du auch immer so mitnehmen kannst in der Handtasche. Und dann auch halt auch über den Tag immer wieder nachtragen kannst und solltest auch tatsächlich. Und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr ansprechend. Das ist cool. Ich hätte mich übrigens auch sehr gewundert, wenn wir in diesem K-Beauty Adventskalender keinen Lichtschutzfaktor gefunden hätten. Muss ich wirklich sagen. Die haben einfach, also die Koreaner sind, was das Ganze angeht, auch sowieso ein bisschen der ganzen Sache hier voraus, ne? Und die haben echt tolle Sachen hier überall mit drin. Wo habe ich die 8 denn jetzt hierher? Ich glaube von hier. Schon. Okay, mal sehen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Ich glaube, hier ist eine Tuchmaske drin. Das ist auch wieder Frodia. Skin Relief Preserve Skin Barrier Avocado Relief Mask. Das ist super. Das ist richtig cool. Velcos Made in Korea. Genau. Also Frodia, wie gesagt, eine Marke, die ich jetzt sehr positiv bislang schon für mich ausprobiert habe. Ne? Finde ich sehr, sehr ansprechend. Hatten wir, glaube ich, auch in dem anderen Notino Adventskalender mit drin. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Jetzt haben wir erstmal so ein paar kleinere Boxen vor uns. Oh, auch hier Skin 1004 Madagaskar Centella, ein Hyalocyza Waterfit Sun Serum. Okay, Lichtschutzfaktor 50 plus ist auch hier auch wieder mit am Start. 15 Milliliter ist jetzt ein bisschen klein. Muss ich ganz ehrlich sagen, für einen 180-Euro Adventskalender finde ich das nicht gut. Nö, also da hätten sie wirklich was Größeres reinpacken sollen. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Oh, hier haben wir wieder was drin von Da Engi Meori. Da haben wir das Vitalizing Shampoo drin mit 50 Millilitern. Ach, interessant. Wir hatten ja eben schon was damit dabei. Dori steht hier auch noch drauf. Vielleicht ist die Marke Dori. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kenne mich damit echt noch nicht aus. Muss ich mal ausprobieren. Der 12. Dezember. Oh, der ist auch wieder schön befüllt. Raus, raus. Celimax oder Celimax Dual Barrier Skin Wearable Cream. 50 Milliliter für sensible und trockene Haut, die ich habe. Das ist großartig. Also für die Hautbarriere kann ich immer gut was gebrauchen, damit sie gestärkt wird. Das Ganze ist ja noch schön zugeklebt. Und das finde ich spannend, muss ich wirklich sagen. Wahrscheinlich ist es halt auch so ein bisschen mit Ceramiden oder sowas. Soll leicht sein, also dass es auch leicht auf der Haut sich anfühlt. Ne? Das finde ich spannend. Und auch wenn ich die cool finde, muss ich an dieser Stelle sagen, es ist die dritte Gesichtscreme. Halbzeit, der 13. Dezember. Eine Tube. Also die sind hier wirklich sehr intensiv vertreten. Vielleicht ist ein Vitalizing Treatment aber auch eher ein Conditioner, weil die haben jetzt schon zwei davon reingepackt. Ich glaube, das ist ein Conditioner. Ja, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Machst du auf jeden Fall, nachdem du dein Shampoo drauf gemacht hast, rein. Ne? Auch Dengi Meori, ein Vitalizing Treatment und mit 50 Millilitern aus Korea. Finde ich spannend. Ich weiß echt nicht, ob das dann auch so in meinen Haaren gut funktioniert, aber es wird ausprobiert. Der 14. Dezember. Centella, Madagaskar Centella haben wir hier auch noch mit dabei von Skin 1004. Das Light Cleansing Oil, 30 Milliliter. Natürlich können wir sehr, sehr gut gebrauchen, auch mal eine kleinere Größe zu haben, um auszuprobieren, ob einem das gefällt. Ja, aber ich finde, dass es sich ein bisschen häuft. Also ich mag das nicht so gerne. Bin ich verwöhnt? Vielleicht. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze hier wirklich nicht mit irgendwelchen Reisegrößen um die Ecke kommt, sondern dass wir hier wirklich nur Full Sizes drin haben. Überleg mal, 180 Tacken, Leute, ne? Also da will ich keine Travel Size. Nein, das finde ich blöd. Ich persönlich mag gerne sowas, um halt Double Cleansing zu machen. Nimmst du halt erst ein Öl, dann nimmst du einen schäumenden Reiniger, aber es ist mir zu klein. Dann schauen wir mal schnell in die Nummer 15 rein. Mison, Only One Eye Cream for Face, ja, 30 Milliliter, 30 Milliliter von der Augencreme. Das ist natürlich richtig nice, ne? Mison ist, glaube ich, auch eine der ersten K-Beauty Marken, die ich überhaupt mir mal gekauft habe, wo ich mal was von ausprobiert habe. Die haben ja auch so ein bisschen dekorative Kosmetik, deswegen war da für mich der Weg ein bisschen leichter. Finde ich richtig schön. Also wirklich interessant. 30 Milliliter. Da kommst du Ewigkeiten mit aus. Echt. Eine der größten Boxen ist der 16. Dezember.
Und hier ist auch eine große Tube drin. Bright Complex Intense Nourishing Shampoo. Also das ist mir zu viel Shampoo irgendwie hier im Adventskalender. Crazy. Version 2.0 von Aesthetic House 100 ml. Ja, ne? Mit hydrolysierter, also verflüssigter Seide ist das Ganze. Das ist natürlich schon wieder irgendwie crazy und richtig abgefahren. Aber irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, ha, ganz schön viel Haarpflege, ne? Ha, aber auch irgendwie spannend. Nee, das ist das dritte Shampoo erst. Okay, jetzt muss erst Schluss sein mit Shampoo. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Noch eine Augencreme, nochmal 30 ml von Ionic. Ja, auch da habe ich schon mal Sachen von probiert und fand die gut. Propolis, auch das wieder, mag ich. Vitamin Eye Cream Intensive Wrinkle Care Advanced Anti-Aging Improve Elasticity. Ja, finde ich großartig, kannst du für Gesicht und Augen verwenden, steht hier drauf. Aber es ist für mich halt eher eine Augencreme. Ne? Hätten sie in meinen Augen oder für mein Bedürfnis besser aufteilen können, dass du nicht so schnell hintereinander Augencremes hast. Aber da beschwere ich mich nicht drüber. Das ist mega geil. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier ist der 18. Dezember. Oh, ich glaube, das kenne ich auch von Zom bei mir. Retinol Intense Reactivating Serum. 0,1% Retinol, 1 ppm Retinal und Bakuchiol 5000 ppm. Interessant. 10 ml sind hier drin enthalten. Auch das dürfte eher eine Travel Size sein, was ich schade finde. Ich kenne die Marke, ich mag die Marke. Ich mag gerne Retinol. Eigentlich ist es cool, aber es hätten die größer machen müssen, meiner Meinung nach. Der 19. Dezember. Noch ein Lichtschutzfaktor. Das ist von Dr. Suracle, 50 ml. Hyal Reyouth Moist Sun. Lichtschutzfaktor 50, PA++++. Nein, ein Plus zu viel. Moisturizing UV Protection Face and Body. Jo, das ist auf jeden Fall ein Produkt, was man gut gebrauchen kann. Ja, noch ein Lichtschutzfaktor. Aber wie gesagt, ich habe damit gerechnet, dass wir hier alle Hand bekommen. Finde ich aber immer ganz schön, weil so bin ich zum Beispiel auf Beauty of Joseon gekommen. Das ist ja so mein Liebster mittlerweile. Und der ist gut, hoffe ich. Mal gucken. Also der von Beauty of Joseon ist richtig gut und bei dem hier hoffe ich, dass der auch gut ist. Mal gucken. Werde ich ausprobieren und dass man dann halt auch irgendwann vielleicht mal links und rechts schauen kann und vielleicht auch noch einen besseren findet. Man weiß es nicht. So schaut er auf jeden Fall aus. Ist eine Tube, hat hier auch eine sehr präzise Applikationsmöglichkeit. Cool. Und wenn ich das richtig sehe, ist es der zweite Lichtschutzfaktor jetzt, den wir hier drin haben, ne? Ja, okay, dann würde ich mal sagen, wir machen den 20. Dezember auf. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Ein bisschen dekorative Kosmetik darf nicht fehlen natürlich. Wir hatten zwar schon den Lip Tint, aber hier gibt es auch noch den Glasting Water Gloss. Ganz spannend. Von Romand ist der. Und der hat auch so ganz leichte Sparkles drin, was ich persönlich so in Bezug auf die Weihnachtszeit richtig schön finde. Ne? Das ist richtig hübsch und ich habe von Romand aus dieser Reihe halt auch schon ähnliche welche, aber halt noch nicht mit diesen Sparkles. Der ist schön zum Toppen oder zum Solo tragen, glaube ich. Der 21. Dezember. Etude, auch das ist eine Marke, die ich so kenne. Oh, schön, eine Barrier Cream. 60 ml. Son Jung. Eine 2x Barrier Intensive Cream. Pure and Mild Improvement. Okay. Das dürfte fürs Gesicht auch wieder sein. Unsere dritte Creme. Na gut. Contains Pantensoside oder so ähnlich. Und das soll beruhigen und so weiter. Und das soll richtig toll sein. Und ja, also ne, Feuchtigkeit und Öl werden ausbalanciert. Steht hier auch noch mit drauf. Das sieht sehr, sehr ansprechend aus, muss ich sagen. Hier haben wir dann einmal die Tube. Ne? Also ich finde es cool. Im K-Beauty-Bereich hätte ich aber vermutet, dass wir noch ein paar mehr Toner hier drin finden oder Essenzen oder so. Vielleicht haben wir am 22. Dezember, zwei Tage vor Heiligabend, endlich mal so einen richtig großen Abschminkbalsam drin. Oh, das würde ich hart feiern. J-June ist das Ganze. Oh, wow. Nein, das sind Roselle Tea, also Rosa Tee, Eye-Gel-Patches. Da sind 60 Stück drin enthalten. Das finde ich mega cool. Wow. Wow. Das finde ich richtig cool. Mensch, das ist nachhaltig, dass du hier 60 Stück dran hast, also quasi 30 Anwendungen. Das ist sehr hübsch aufgemacht, sieht sommerlich und nicht winterlich aus, aber damit kommen wir klar. Niacinamide sind hier mit dabei und so. Das ist richtig cool, darauf freue ich mich. Ist halt noch zugeklebt, ne? Aber die werden ausprobiert. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember.
Purito, auch eine Marke, die ich kenne. Wonder Relief Centella Serum Unscented. Das ist Centella Asiatica. Das ist beruhigend. 60 Milliliter sind hier drin. Das ist richtig, richtig toll. Purito macht auch schönen Lichtschutzfaktor. Ja, genau. Den müsste es auch bei Purish geben. Da müsstet ihr auch gerade noch mit Claudis Welt 15% Rabatt auf alles von meiner Favoritenseite bekommen. Und mit Claudis Welt 10% auf alles, was rabattiert ist. Ne? Richtig cool. Und da könnt ihr zum Beispiel auch auf den LH Cosmetics Adventskalender sparen, auf den Catrice Adventskalender, auf den Essence Adventskalender. Nur mal so am Rande. Ja, Centella Asiatica finde ich klasse und das als reines Serum zu haben, finde ich mega ansprechend, muss ich sagen. Auch wenn wir, glaube ich, jetzt mittlerweile mehr als 3 Serien haben, aber damit komme ich gerade einfach mal klar. Denn jetzt ist Heiligabend hier, der 24. Dezember. Schauen wir mal. Some by Me, Beta Panthenol, eine Repair Cream. Das ist ja abgefahren. 50 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Yay, wir haben hier eine große Größe drin. Auch das ist immer so zugeklebt. Das machen die ne, bei den K-Beauty-Sachen immer sehr häufig. Finde ich aber nicht schlimm. Und da haben wir vor allem Panthenol drin, direkt an zweiter Stelle. Das finde ich richtig klasse. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die so sein wird. Wahrscheinlich sehr schön beruhigend. Ja, und der 25. Dezember, vielleicht ein großer Toner, quasi von COSRX Advanced Snail 96 Mood Sin Power Essence. Und da sind 100 Milliliter drin enthalten. Ja, das dürfte so eine Art Toner sein oder so ein Zwischending zwischen Toner und Serum, dass man das quasi nach einem Toner auftragen kann. Ach Mist, ich habe hier gar nicht zum Aufhebeln mehr da. Meine ganzen Tools sind hier verschwunden. Dann nehme ich jetzt mal einen Kuli. Genau, die ist nämlich ein bisschen dickflüssiger. Sowas kann man aber auch schön als Toner verwenden, je nachdem, wie man so seine Skincare-Routine hat. Ne? Ach, das finde ich aber toll. Sowas ist ja auch wirklich richtig schön reparierend und so weiter. Ne? Ach Mensch, das finde ich spannend. Und hier sehen wir einmal den kompletten Adventskalender. Meine Güte, also auch wenn ich zwischenzeitlich dachte, Mensch, das sind ganz schön kleine Größen, finde ich insgesamt, dass wir hier einen richtig guten Inhalt bekommen. Also es sind schöne Produkte hier drin enthalten, die für die komplette Skincare-Routine da sind. Ein ganz kleiner Hauch an dekorativer Kosmetik, aber nicht so viel. Ne? Also das muss man sich bewusst sein. Es ist halt vor allem ein Pflege-Adventskalender, aber ich glaube, es ist ein richtig schöner. Und wenn ich auch die Marken so sehe, sind das sowohl bekannte als auch unbekannte Marken, die glaube ich auch wirklich tolle Wirkstoffe haben und auch eigentlich für jeden Hauttypen geeignet sein müssten, wenn ich mir das einfach mal so angucke. Ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ja, ich finde, für 180 Euro ist das, hätte der noch krasser sein können, definitiv, aber ich glaube, da sind wir auch ein bisschen verwöhnt, oder? Ob wir die 360 Euro erreichen vom Warenwert, das rechnen wir mal nach, müssen wir mal gucken. Die Frage ist, ist er einem das überhaupt von den 180 Euro wert? K-Beauty Adventskalender sind halt immer so ein bisschen teurer. Da muss man einfach für sich entscheiden, ob es einem das so wert ist. Schreibt mir gerne eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.